Hallo zusammen, herzlich willkommen aus Hamburg. Ich stehe hier an der Markthalle für diejenigen, die sich auskennen. Hier ist irgendwie Motorrad-City, Lamborghini-City. Ich weiß auch nicht, hier sind so viele laute Leute unterwegs. Es geht heute um Nikon-Fotografie. Wir haben im Rucksack das 1424 von Nikon. Das erste Mal, wir haben es gestern gekriegt, das erste Mal, dass wir damit unterwegs sind. Wir probieren das aus und machen hier so ein bisschen Architekturfotografie. Davon hat sie hier eine ganze Menge. Ich habe drei Fotos mitgebracht und zwar sind die aus dem Zielfoto Award. Ich habe ja alle Bilder gesehen und mir die besten natürlich rausgesucht und ausgedruckt als Idee mitgenommen. Ich mache natürlich mein eigenes Foto, aber als Idee. Das Chile-Haus, das Spiegelhaus, also da ist der Verlag Spiegel drin. Ja. Ich finde hier ein ganz schönes Bild auch für tagsüber gerade. Und zum Sonnenuntergang möchte ich gerne mal wieder in der Elbphilharmonie sein. Von der Seite habe ich es noch nicht. Die lohnt sich aus jeder Richtung, weil die ist aus jeder Richtung schön. Wir nehmen euch mit und können euch hoffentlich ein interessantes Video bieten. Auf geht's! Wir stehen jetzt neben dem Spiegelgebäude bzw. den Gebäuden, das sind zwei. Und die haben halt architektonisch eine sehr markante Form und die will ich einfangen. Das heißt, ich gucke nicht von hier, weil da habe ich eine Glasfront, sondern ich suche diesen schrägen Winkel, dass man sieht, dass es halt so eine Form hat, das Gebäude. Das heißt, ich bewege mich hier so ein bisschen, gucke auch, was ist drumherum an Gebäuden, die mich stören oder eben nicht stören. Wir kriegen einen ganz tollen Himmel. Von so her werde ich mir einen Spot suchen und dann halt einen Augenblick warten, bis der Himmel jede Minute farbiger wird. So, jetzt stehe ich hier und eigentlich ist der Winkel hier, glaube ich, ziemlich gut, weil ich sehe den Schriftzug der Spiegel zweimal und ich habe diese schräge Form drauf, Spiegelung und so weiter, ist alles schön. Und die Sonne, ich hoffe, die gibt gleich noch ein bisschen mehr Power, Gas. Jetzt habe ich hier einen so einen blöden Pfosten im Weg und es sind halt relativ viele Leute auch, die hier rumlaufen, Straßenbahn und so weiter, mitten in der Stadt. Was ich jetzt hier gemacht habe, ich habe jetzt 15 Bilder gemacht hintereinander. Das erlaubt mir nachher daraus im Photoshop eine Langzeitbelichtung zu machen, weil hier auf der Brücke kann ich keine Langzeitbelichtung machen, weil hier ständig die Bahn rüberfährt und die Brücke vibriert. Außerdem habe ich keinen passenden Filter dabei, die gibt es noch nicht, weil das Objektiv ganz neu ist. Das ist der Workaround, halt eben zu sagen, mehrere Bilder zu machen. Und im Photoshop kann ich die so verrechnen lassen, dass es so aussieht wie eine Langzeitbelichtung. Deswegen 10, 15, 20, mehr ist eigentlich besser, 100 ist besser als 10. Aber mit der Nikon, mit den großen RAW-Dateien, will ich dann auch nicht 100 Bilder zusammenrechnen. Das ist mehr so, weil es lange dauert und es muss auch nicht super doll sein. Aber dann habe ich zumindest die Möglichkeit nachher. Andererseits sind die Wolken so schön, ich will wahrscheinlich gar keine Langzeitbelichtung haben. Oder würde es, wenn, nur auf dem Wasser machen. So. Die Möglichkeit lasse ich mir jetzt einfach offen, wenn ich beides mache. Das ist eine Eule. Guck mal. Wieso fliegt denn eine Eule rum zwischen den Möwen? Hast du gesehen? Ja. Das ist ja krass. Hi Stefan, das ist ja eine coole Beobachtung. Also es passiert schon durchaus, dass Eulen tagsüber mal rumfliegen. Das ist dann entweder durch eine Störung entstanden. Aber Eulen sind vor allem dann tagaktiv, wenn sie Hunger haben, also Nahrungsmangel haben. Dann werden sie auch tagsüber dann aktiv, um einfach mehr Zeit zu haben, um Nahrung zu finden. Wirklich sehr dankbares Wetter, haben wir gut ausgesucht. Ein Mix aus Sonne und Wolken, das sind mal die Tage, wo man kommt und nichts klappt oder wo halt irgendwie alles klappt. Ich glaube, heute wird richtig gut. Schöne Stimmung hier, also wirklich ganz toll. Ganz viel Glas, das halt spiegelt und dann die tollen Wolken und auch relativ wenig los halt jetzt für Sonntagabend. Ein paar Fotografen hier und das war's. Sehr lohnend. So, Elbphilharmonie, da kann man nicht oft genug hingehen. Ich bin so ein ganz bisschen abgelenkt von der jungen Dame dann hinter dir. Hier ist ein beliebter Spot für Model-Shootings, hier wird irgendwie durchgetauscht. So, ganz kurz noch, warum wir hier stehen. Wir sind eingeladen für die Nikon Days. Eigentlich hätten wir jetzt im Ruhrgebiet unterwegs sein sollen, wir hätten so ein bisschen Fotowalk machen sollen für ein Video, halt im Ruhrgebiet. Und jetzt habe ich gesagt, ja, Hochrisikogebiet, Ruhrgebiet, da will ich nicht hin. Und da haben wir uns mit Nikon geeinigt, dass wir nach Hamburg fahren, einen kleinen Ausflug machen, mit dem neuen 1424 das ausprobieren und das halt ein bisschen dokumentieren. Also stell dir vor, ich bin im Ruhrgebiet, wobei... Darf ich sagen, hier ist sowieso schön, ne? Gibt's wieder Ärger, ne?
Nein, also einfach Corona-bedingt, hier können wir viel besser Abstand halten. Wir müssen nicht irgendwie 4 Stunden hinfahren, 4 Stunden zurückfahren, Autobahnraststätte und dann irgendwie mit dem Team unterwegs und so weiter. Sebastian und ich sind ja eine Familie, das ist alles ein bisschen safer. Deswegen stehen wir hier. .14-24 ist halt eine sehr, sehr gute Brennweite für in der Stadt, weil ich bin meistens so um 20 mm, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Ich will ja hier nicht mit, man kann mit dem Tele natürlich auch sehr kreativ arbeiten, aber nicht so in der mittleren, also 50 mm in der Stadt für Gebäude macht selten Sinn. Aber 14-24 bin ich super flexibel mit. Und was natürlich hier wichtig ist, gerade bei sowas, ich habe halt sehr viel gerade Linien, die nachher auch gerade aussehen sollen. Ich habe sehr viel Ziegel, wo man irgendwie tonnenförmige Verzerrungen sofort sehen würde und so weiter hier in Hamburg. Deswegen ist schon sehr dankbar, um Objektive zu testen. Und das Versprechen von dem Objektiv, ich habe die Bilder ja noch nicht in groß gesehen, das Versprechen wäre, dass das eben sehr, sehr gut unter Kontrolle ist alles. Die Lichtstärke 2,8 werde ich heute nur bedingt brauchen. Wir sind nachher noch im Dunkeln unterwegs, mal gucken. Aber im Moment bin ich natürlich auf Blende 8, weil es gibt keinen Grund, was anderes zu machen, ne? Für solche Sachen. Und Sterne hier in der Stadt werde ich ja sowieso nicht sehen. Vielleicht noch ganz kurz zum Fotografieren. Wir haben eine Gegenlichtsituation, die Sonne geht da hinten irgendwo unter. Das heißt, der Himmel ist da sehr viel heller als hier vorne die roten Ziegel. Das heißt, im Zweifelsfall, ich mache eine Belichtungskorrektur, also ich mache eine Belichtungsreihe immer, sodass ich nachher zu Hause auf jeden Fall alle Reserven habe. Wahrscheinlich brauche ich es nicht bei der Nikon, aber ich will es in der Reserve haben. So, plus 2 und minus 2. So, 10 Minuten warten wir noch. Die Schwierigkeit ist, ich bin halt so hoch, wie ich komme, höher komme ich nicht ran. Und ich möchte diese Ziegelwand drin haben, habe ich gesagt. Und ich möchte viel Himmel haben, weil der Himmel ist jetzt wirklich spannend. Das heißt aber auch, ich weiß, ich muss nachher ein bisschen korrigieren. Das heißt, ich verliere nachher ein bisschen Bild. Und das heißt, ich mache den Bildausschnitt ein bisschen breiter, als ich es eigentlich würde, also ich, weil ich weiß, ich werde nachher was verlieren. Aber ich habe die Z7, 45 Megapixel, und wenn ich nachher nur 38 habe, spielt es auch keine Rolle. Aber das bewusst machen, nicht zufällig nachher zu Hause sitzen und sagen, mir fehlen 2 mm im Bildausschnitt. So, langsam kommen wir in den Bereich Langzeitbelichtung. Bei 2 Sekunden bin ich schon, wenn ich die Blende ein bisschen zumache. Weil das Wasser hier hätte ich natürlich gerne ein bisschen glatter, weil jetzt langsam auch immer mehr Lichter reflektieren. Es sind nicht furchtbar viele Lichter an, das ist halt mitten in der Corona-Zeit. Ne? Aber ein paar sind da, also es wird ein schönes Foto. Leider hat der Himmel jetzt aufgetan, es ist kaum noch Wolken da. Irgendwas ist immer, ne? Jetzt sind wir so ein bisschen durch hier, es wird dunkel und es passiert nichts mehr. Und wir gehen jetzt noch einmal rüber, so ein bisschen in die Richtung Maritimes Museum. Das ist, glaube ich, auch noch ganz schön bei Nacht, weil bis wir da sind, ist es dann richtig dunkel. Aber es ist schön hier, es ist wirklich schön hier. Wir stehen die ganze Zeit und denken, warum wohnen wir eigentlich nicht in Hamburg? Es ist richtig schön hier. Also hier kann ich mir keine Wohnung leisten, aber hier ist wirklich schön. Also, auf zum Maritimen Museum. Jetzt sind wir bei einem Schiff der Küstenwache, und zwar ist hier das Zollmuseum. Im Vorbeigehen haben wir das gesehen und gedacht, das ist eigentlich auch noch ganz nett, weil es natürlich auch zu Hamburg gehört, ne? Küstenwache, Zoll und so weiter. Ich probiere mal eine offene Blende und eine geschlossene Blende. Vielleicht sehe ich hier mal einen Sonnenstern bei den Lampen oder so. Schöner wäre natürlich, wenn das Schiff selbst ein paar Lampen hätte. Das ist leider nicht beleuchtet, warum auch. Wir könnten Lightpainting machen, Taschenlampe dabei? So, ein bisschen In-Camera-Magic. Nein, ich mach's mal aus, warte. Und zwar habe ich die Stirnlampe gefunden im Rucksack. Das haben wir das Küstenwachenschiff noch ein bisschen angeleuchtet. Nicht so, dass es hell erleuchtet ist, das soll nicht nach Scheinwerfer aussehen, so dass man es nachher gar nicht sieht. Aber ich musste nicht im Photoshop irgendwas basteln, zaubern oder sowas, sondern in Kamera das Foto gleich so machen, wie es nachher sein soll. Ja, wir gehen jetzt zum Maritimen Museum, das ist direkt dahinter.
So, jetzt habe ich einen sehr hohen Dynamikumfang. Wir haben die Laternen an, die hier überall sind. Und das Gebäude selbst ist eigentlich sehr dunkel, hat aber ein paar Lampen dran. Und dieser dunkle Ziegel, den muss ich halt schon, der muss schon ein paar Lumen einsammeln. Das finde ich ganz schwierig hier. Andererseits habe ich sehr viele Lampen. Ich probiere es nochmal mit Sonnenstern. Ich sehe es noch nicht. Und mache zur Not halt wieder eine Belichtungsreihe vorsichtshalber, um halt den Dynamikumfang so ein bisschen safe zu haben. Highlight des Abends ist, dass noch keine Kamera ins Wasser gefallen ist. Da hat gerade nicht viel gefehlt. Was natürlich wirklich cool ist, ich arbeite die ganze Zeit über Kopf. Das heißt, ich sehe die Buttons oben auf der Kamera, sehe ich ja nicht. Aber weil ich schon länger mit der Nikon arbeite und die Z6 und Z7 beide habe und die beide sich identisch bedienen, ich kann halt blind bedienen. Ganz oben rechts ist die Belichtungskorrektur. Das ist der Button, den drücke ich und dann drehe ich halt am Drehrad. Also ich drücke und drehe am Drehrad, um halt die Belichtungskorrektur einzustellen. Dann links daneben ist der ISO-Button und den drehe ich, also drücke ich und dann drehe ich hinten für die ISO bzw. vorne für ISO-Auto und nicht ISO-Auto. Also so diese total intuitiv auf dem Stamm hin, so muss eine Kamera funktionieren, weil ich das seit Jahren so mache. Es ist für mich so, es könnte gar nicht besser sein. Aber wenn du noch nie eine Nikon in der Hand hattest, weiß ich nicht, ob das für dich auch so wäre. Zum Objektiv selbst können wir jetzt natürlich noch nicht viel sagen, müssen uns die Bilder zu Hause am Rechner erst anschauen. Aber der Zoom-Bereich war natürlich jetzt praktisch, ne? Also 14, 24 kriegst du ja alles irgendwie rauf, wenn du dich ein bisschen bewegen kannst. Was mir wieder aufgefallen ist, dass wir halt immer über Kopf arbeiten, dass wir immer gesagt haben, irgendwie eine Leiter dabei wäre noch besser, noch höher kommen wäre besser, weil wir doch immer die Kamera schräg nach oben gehalten haben irgendwo. Außer hinten an der Elbphilharmonie, doch da auch ein bisschen, ja. Ist halt so. Also, wir fahren jetzt nach Hause und schauen uns morgen in Ruhe die Bilder am Rechner an. Da kann ich da noch 2, 3 Sätze zu sagen. Und dann hoffe ich, hat es Spaß gemacht, Lust gemacht, mal wieder nach Hamburg. Hamburg ist echt eine tolle Stadt. Wenn du lange nicht mehr hier warst, sobald Corona vorbei ist, setze ich in den Zug und komm her und gehe hier ins Hotel, ins 25 Hours Hotel. Er ist hier direkt nebenan. Bist du mittendrin, kannst du alles erreichen. Soll keine Werbung sein, aber soll gut sein, habe ich gehört. Von einem anonymen Kameramann. Also, schönen Abend, wir fahren nach Hause. Tschüss. Jetzt sind wir zurück im Studio und ich habe die Bilder am Laptop einmal ganz kurz durchgeschaut. Hier sage ich jetzt nicht zu dem aus mehreren Kurzzeitbelichtungen eine Langzeitberechnung zusammenrechnen im Photoshop. Dazu mache ich ein separates Video bei mir auf dem Kanal. Ist ein Quickie, 2, 3 Minuten. Und wie im Video gesagt, das passt nicht in jeder Situation. In dieser hier war das aber sehr dankbar, sehr einfach, weil ich eine ganz saubere Linie habe. Wenn ich dieses Bild hier angucke vom Spiegel, da ist dieses Bild nämlich genau. Dann habe ich ja das Wasser, das unruhig ist. Und dann die Gebäude, die sich nicht bewegen und dann der Himmel, der sich eben verändert. Das heißt, was ich hier sehr einfach machen kann, ist mehrere Bilder berechnen, zusammenrechnen lassen und dann im Photoshop durch Ebenenüberlagerung nur eben den Teil reinnehmen, den ich haben möchte. Einfach mit einem Verlaufsfilter oder sogar mit der Maske kurz reingemalt von Hand. Also ganz, ganz easy. Das zeige ich im anderen Video. Ganz kurz noch was zu den Bildern selbst. Also Spiegelgebäude hier, da war es halt so, dass der Himmel so ein bisschen Farbe gekriegt hat, aber leider nicht so explodiert ist, wie wir das erhofft hatten. Das hätte dem Bild natürlich schon gut getan. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, eigentlich ein ganz nettes Bild, was überraschend gut auch, das habe ich leider erst, wie das halt so ist, am Rechner nachher gesehen, in Hochkant und dann eben in Schwarz-Weiß. Wo ist es? Da ist es. In Hochkant und in Schwarz-Weiß sieht es für meiner Meinung nach deutlich besser aus. Ich habe diese ganz klaren Linien von dem Gebäude und im Schwarz-Weiß, wenn ich da den Kontrast ein bisschen anziehe, dann habe ich tatsächlich Schwarz drin, ich habe richtig, richtig Weiß drin, das Histogramm wirklich, ne, bis an die Ränder ziehen. Finde ich, gibt es ein sehr schönes Bild in Hochkant. Dann muss ich natürlich, weil ich jetzt nur quer fotografiert habe, müsste ich dann natürlich entsprechend Pixel wegnehmen. Und dann würden 24 mm auch nicht reichen. Dann brauchst du wahrscheinlich 40 oder sowas. Das so als Tipp, falls du da mal hingehst. Hochkant, Schwarz-Weiß im Hinterkopf haben. Und wir haben vor Ort noch gesagt, ich sollte mehr Hochkant fotografieren. Aber gesagt, ja, da, was soll ich da Hochkant machen? Ja, Hochkant wäre besser. Also nicht besser, aber persönlich finde ich schöner. Dann sind wir rübergegangen zur Elbphilharmonie. Da ein bisschen dasselbe Problem. Da sind halt einfach die Lichter nicht angegangen oder nur sehr wenige Lichter angegangen. Wir standen da, haben gewartet auf die blaue Stunde. Und da sind da links überall Wohnungen in diesen Gebäuden. Also ich glaube, das sind Wohnungen, keine Büros. Da sind kaum Lichter angegangen und in der Elbphilharmonie selbst auch nur sehr wenig Lichter. Das hätte ihm natürlich sehr gut getan. Wir hatten sehr dramatische Wolken, als hell war und als es dann dunkel wurde, sind die Wolken weg gewesen. Was halt in dem Fall ein bisschen schade ist, gehört natürlich dazu. Zum Fotografieren, ich zeige das ganz kurz. Da ist nämlich genau das passiert, was ich halt eben gesagt hatte. Ich schneide das mal, ich habe es zugeschnitten, ich schneide das mal wieder zurück. So, einmal zurücksetzen. Und dann habe ich hier auch schon die Objektivkorrektur gemacht und das Transformation, meine ich. So, das mache ich mal wieder aus. Dann sehen wir, das hatte ich ja vor Ort auch gesagt.
nochmal zu schneiden hier, komm. Gut. So, jetzt. Da hatte ich ja gesagt, dass ich das Objektiv leicht hochgekippt habe und dadurch kippen die Wände natürlich, ne, stürzen die Linien. Das wusste ich, das konnte ich vor Ort auch nicht verhindern. Das einzige Verhindern wäre gewesen, höher zu gehen oder weniger Himmel reinzunehmen. Aber weniger Himmel hätte gehießen, da unter uns war so ein Steg, da hätte ich einen Steg drin gehabt und der ist nicht attraktiv, ich wollte den Himmel haben. Das hatte ich im Video gesagt, ich habe bewusst weitwinkliger gemacht, als ich brauche, weil ich wusste, ich muss nachher was wegschneiden, um die Wände nachher wieder gerade zu machen. Und das kann ich machen, dazu klicke ich im Lightroom einfach auf Transformation Auto. Wo ist hier da? Auto. Und in der Regel klappt das sehr, sehr gut bei solchen Sachen. Und dann kann man hier noch den Zuschnitt beschränken, anklicken, sodass dann auch keine Ränder sind und schon war es das. Und dann sind recht die Ziegelwände gerade, aber ich habe halt ein bisschen Bildausschnitt verloren. Das ist halt so das. Und dadurch habe ich so eine führende Linie, die da reingeht, die Ziegelwand, die den Blick so ein bisschen zum Hafen zieht und dann natürlich die Elbphilharmonie, die da sehr dominiert von der Position aus. Dazu noch ein letzter Punkt. Wenn ich es geschafft hätte, höher zu kommen, dann wäre die Elbphilharmonie optisch kleiner. Das ist klar. Die steht da und wenn ich tief stehe und schräg hoch gucke, dann sieht die sehr groß aus. Wenn ich von oben runter gucke, sieht sie sehr klein aus. Deswegen ist es immer so ein Abwägen, wie hoch will ich denn überhaupt, um die stürzenden Linien zu vermeiden. Aber in dem Fall, die Elbphilharmonie ist groß, die soll groß dargestellt werden. Also darf ich gar nicht so hoch gehen. Das so als kleines Detail. Dann noch einen kleinen Patzer, den wir gemacht haben. Wir haben dieses Küstenwachenschiff so spontan noch mitgenommen und haben gesagt, ja, Langzeitbelichtung und so weiter mit dem Lightpainting, das hat funktioniert. Also wir haben das Schiff beleuchtet, das ist gut. Aber wir haben natürlich nicht dran gedacht, dass es auf dem Wasser ist und sich natürlich bewegt, ein bisschen. Wenn ich das 30 Sekunden belichte, dann ist das natürlich bewegungsunscharf. Das war natürlich Absicht, um die Dynamik der Küstenwache zu zeigen. Nein, wir haben einfach nicht dran gedacht. Kleiner Patzer am Rande. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Stimmungsbild, wenn man es in klein auf Instagram postet. Ja, löschen. Na gut, nochmal hin. Sollte man wissen, ne? Und dann das letzte Bild jetzt noch hier, das Maritime Museum. Vielleicht noch einmal, dass wir es gesehen haben. Da bin ich auf Blende 16, das Objektiv geht bis 22. Und mehrere Sachen. Zum einen habe ich Sonnensterne, auch mit sehr markanten Sternformen. Und dann habe ich sehr viele Lampen im Bild. Und was ich nicht im Bild habe, sind irgendwie störende Reflexionen oder sowas. Weil die ganzen Lichter leuchten ja frontal in dieses große, weitwinklige Objektiv rein. Also das ist sehr gut kontrolliert da bei dem Objektiv scheinbar. So richtig Sonne hatte ich noch nicht. Sodass wir also da sehr wenig Flair haben. Das kann man in der Preisklasse aber auch erwarten. Und hier ein bisschen genau das gleiche Spiel wieder. Ich musste leicht schräg nach oben halten und musste natürlich Objektivkorrektur, also Transformation machen, um die Stürzenlinie nachher wieder so ein bisschen reinzuholen. Was ich hier überhaupt gar nicht sehe, wir haben Ziegel hier, ich sehe hier überhaupt keine tonnenförmige Verzerrung oder sowas. Ist kein gutes Testbild dafür, aber wenn sie stark wäre, müsste man das hier auch sehen. Und zwar sehr auffällig sehen und das sehe ich also so überhaupt gar nicht. So, ich hoffe, das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, das hat Lust gemacht, nach Hamburg zu fahren. Habe ich ja im eigentlichen Teil schon gesagt, unbedingt mal wieder hinfahren. Und ansonsten wünsche ich dir noch ganz viel Spaß auf den Nikon Days, wenn du dieses Video im Rahmen der Nikon Days schaust. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.